hatte von Anfang an den ganz klaren Plan, ich möchte gerne Menschen zeigen, wie viel mehr Kühe können und wie viel klüger sie sind und wie viel wert sie sind und dass sie so viel mehr sind als Milchmaschinen oder ein Steak. Und die Art, wie ich das mir vorgenommen habe, war, dass ich sie trainiert habe. Ich wollte sie einreiten und das habe ich auch getan. Ich habe sie trainiert und bin auf ihr geritten. Und das hat nicht immer so geklappt, wie ich das gern hätte. Das hat mich vor sehr, sehr viele Herausforderungen gestellt. Vieles war echt nicht so schön, aber wir haben es geschafft, an einen Punkt zu kommen, wo wir das konnten. Wir konnten durch den Wald reiten. Und wir haben eine Menge Zeitungen, Fernsehsender, Radios, alles Mögliche. Leute, die sich gemeldet haben und das total spannend fanden. Und ja, das könnte erstmal aussehen wie eine Erfolgsgeschichte. Aber was ich dann gelernt habe, ist, dass im Grunde genommen das, was ich gemacht habe, gar nicht war, dass ich gezeigt habe, wer Kühe wirklich sind, sondern ich habe nur gezeigt, was ich mit Kühen machen kann. Nachdem ich angefangen habe, Melli freilaufen zu lassen im Wald, ist mir erst wirklich bewusst geworden, wie stark ich sie eigentlich einschränke, wenn ich sie reite. Was sie alles nicht darf, was sie eigentlich möchte. Sie klettert und springt und wälzt sich und all das geht nicht, weil ich sie die ganze Zeit im Griff habe und die ganze Zeit kontrolliere. Und ich habe dann angefangen, sie freizulassen und es hat sich so viel verändert. Unsere ganze Beziehung hat sich verändert und die Art, wie sie der Welt begegnet ist. Vorher hatte sie regelmäßig Panikattacken wegen allem Möglichen, weil da ein Handschuh lag oder so. Und plötzlich hat es aufgehört, weil sie die Möglichkeit hatte, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, so wie sie das konnte, wie es für sie gepasst hat und nicht so, wie ich gesagt habe.